Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Mein Name ist Nicole Davido, ich bin Life- und Beziehungscoach, ich bin Expertin im Thema Manifestation und ich freue mich riesig, denn heute geht es um die High-Value-Version deiner selbst. Was bedeutet das? Die High-Value-Version deiner selbst. Das ist die Version deiner selbst, die sich locker leicht die Dinge in ihr Leben zieht, die sie sich wünscht. Das ist die Version deiner selbst, die weiß, wie wertvoll, wichtig, wundervoll und einzigartig sie ist. Das ist die Version deiner selbst, die nicht nach Bestätigung im Außen sucht und die Kontrolle abgibt, die sich ins Vertrauen verankert. Das ist die Version deiner selbst, die auch jetzt schon in diesem Universum existiert und nur darauf wartet, dass du sie verkörperst. Und in der heutigen Podcast-Episode werde ich mit dir ein Tool teilen oder besser gesagt eine Perspektive, einen Perspektivenwechsel teilen, der dich unterstützt, da schneller hinzukommen. Und vor allen Dingen wird es heute ein bisschen quantenphysisch, liebe ich ja, weil die Quantenphysik ist sehr einfach wissenschaftlich hinterlegt, warum Manifestation einfach das Natürlichste der Welt ist. Und deswegen liebe ich die Quantenphysik. Und natürlich ist die Quantenphysik manchmal ein bisschen kompliziert, das weiß ich. Aber das macht nichts, weil du musst es auch nicht zu 100% verstehen. Du musst nur verstehen, dass du in jedem Moment mit deinem freien Willen eine Entscheidung treffen kannst und mit jeder Entscheidung du eine andere Version deiner selbst werden darfst. Und genau das werde ich heute mit dir teilen. Vor allen Dingen wird es heute darum gehen, eine andere Zeitachse zu verkörpern. Also wir werden heute in der Hinsicht vor allen Dingen sehr quantumphysisch. Und ich möchte vorab jetzt noch mit dir teilen, dass die Türen zu meinem Manifestation Bootcamp offen sind. Ich bin so excited, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich freue mich so sehr. Ich bin so excited einfach, weil es wird so transformativ. Ich gehe dafür los, dass 2022 dein Jahr wird. Das ist für mich ein krass persönlicher Prozess gewesen, diesen Bootcamp zusammenzustellen, die Präsentation zusammenzustellen, dir das wirklich alles mal Step für Step für Step aufzuzeichnen, wie ich das jedes Jahr mache und vor allen Dingen, wie ich das am Boden meines Lebens gemacht habe in 2016, weil von 2016 von bis 2017 ist ein krasser Shift in meinem Leben passiert. Ich habe wirklich so einen richtigen Quantensprung gemacht und mein Leben von ja irgendwie komplettes ja Pleite, traurig, Single, heartbroken, krank zu wirklicher Fülle umgewandelt. Und ich werde dir zeigen, Step by Step, wie du das auch machst. Ich werde mit dir meine ganz persönliche Manifestationsformel teilen und vor allen Dingen, was das neue Jahr angeht. Weil ich denke immer, das neue Jahr, das ist so amazing. Man hat so eine neue weiße Canvas vor sich und man kann die neu bemalen. Man hat nochmal so eine Chance, wirklich sein Leben komplett umzukrempeln. Ich meine, das hast du jeden Tag die Chance. Aber ich denke, die kollektive Energie ist einfach nochmal eine andere Beginning des Jahres. Und deswegen gehe ich so krass dafür los, dass 2022 dein geilstes Jahr ever wird. Ich freue mich schon so, deine Nachricht zu lesen. Und 2022, November 2022, wenn du mir sagst, Nicole, ist ein Jahr später und das und sich verändert. Und ich kann dir versprechen, wenn du bei mir den Bootcamp machst und das machst, was ich dir sage, mit mir dann diese Energie reintauchst, dann wird 2022 einfach dein Jahr. Das heißt, melde dich an. Du bekommst alle Details in den Shownotes. Also einfach direkt draufklicken. Und ja, viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode. Teile super gerne diese Podcast-Episode mit mir. Teile super gerne die Podcast-Episode mit Freunden, mit Familie, mit Menschen, die dir wichtig sind, Kollegen, deinem Chef, whoever. Vielen Dank auch fürs Teilen. Vielen Dank auch, dass ich so viele Nachrichten immer bekomme, was der Podcast alles schon bewirkt hat. Das bedeutet mir unglaublich viel. Also wirklich nur, dass du weißt, also ich schätze dich, ich sehe dich, ich bin unglaublich dankbar, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir erstmal eine großartige Podcast-Episode. Ich freue mich, dich dann im Bootcamp zu sehen. Bis gleich.
Wer ist die High-Value-Version deiner selbst? So heißt heute die Podcast-Episode und ich freue mich so sehr, sie mit dir zu teilen, weil ich vor allen Dingen in den letzten Wochen mir nochmal extremst darüber Gedanken gemacht habe, vor allen Dingen in Vorbereitung zum Manifestation Bootcamp, der ja im Dezember für 3 Tage stattfindet, wie eigentlich mein Werdegang aussah und wie ich es geschafft habe, von wirklich Pleite in Schulden, Single, heartbroken, andauernd krank, traurig, Panikattacken in einem Job, den ich gehasst habe, zu meinen Traummann manifestiert, geheiratet, ein mehrfach 6-stelliges Unternehmen aufgebaut, tiefgehende Freundschaften, liebend in meiner Berufung, mein Körper, den ich absolut liebe, gesund, fit, vital. Also wirklich zu 180 Grad mein Leben verändert. Zu 180 Grad. Und ganz ehrlich, das war richtig emotional für mich, weil ich nochmal einfach in Vorbereitung für den Bootcamp nochmal wirklich so meine letzten 5 Jahre durchgegangen bin. Und ich erinnere einfach diesen Moment, wo ich vor 5 Jahren auf dem Boden war und wortwörtlich, ich lag auf dem Boden bei meinen Eltern. Ich hatte gerade meine Mutters Auto auch nochmal gegen freaking Pfahl gefahren. Frag mich nicht wie, okay, aber ich habe es irgendwie gepackt, okay, weil ich einfach so nicht im Hier und Jetzt war. So am Heulen, so fertig mit der Welt, einfach auch keine Ahnung, was ich machen soll. Ich wusste, ich hasse meinen Job, ich will nicht mehr arbeiten, aber ich wusste auch 0,0, was ich stattdessen machen soll. Ich war schon wieder single und heartbroken, schon wieder gefangen in meinen Gedanken, war schon wieder in irgendeinem Diätwahn gefangen. Also es war fürchterlich. Ich hatte Ausschläge an meinem Körper. Das war so ein schrecklicher Moment und ich weiß noch, ich lag auf dem Boden bei meinen Eltern. Ich habe die gerade besucht. Ich habe ja damals noch in Berlin gelebt, in Zwickaumünde, und ich habe nur noch geheult und ich habe auch meinen Fuß so auf den Boden gestampft und das war so emotional für mich, als ich das neulich alles mal aufgeschrieben habe, nur ja, um mal zu gucken und nochmal wirklich so die Formel durchzuarbeiten, die ich dir beibringe im Bootcamp. Da habe ich nochmal so weinen müssen. Ich war so, wow. Und dann ist aber auch so dieses Weinen und so ein freudiges Weinen übergegangen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das ist so dieser Moment gewesen, wo ich dann auf einmal einfach so freaking stolz war auf mich, ja, wo ich so war, so krass, Nicole, einfach nur krass, weil 2016, Dezember, ich lag da auf dem Boden, ich habe nur geweint und auf einmal kam wirklich wie so ein Download, wie so eine Eingabe von oben. Das war einfach so ein ganz klarer Impuls, so Nicole, du musst es verändern, du musst es einfach alles verändern. It's not gonna be easy, aber du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Es wird niemand für dich machen. Es ist wichtig, dass du anfängst, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung dazu, wie das aussieht gerade, dass du gerade wieder heartbroken, in Schulden, traurig, Panik und so weiter. Du musst, und das war für mich so dieser erste Moment, wo ich angefangen habe, ja, mich wirklich mir damit zu beschäftigen, mein nächstes Jahr anders zu machen. Und ich habe in diesem Moment eine Entscheidung getroffen. Ich war so, fuck it, okay? Ich werde 2017 mein Jahr machen. 2017 wird sich alles verändern. Ich mache das und das ist kein Neujahrsvorsätze, bla bla. Das ist anders. Und natürlich hatte ich damals auch schon viel Wissen, welches ich da durch Coachings und durch ja, Manifestationslehrer, whatever, mir angeeignet hatte. Aber in dem Moment habe ich mich hingesetzt und ich habe eine Formel entwickelt und ich habe vor allen Dingen einen Actionplan entwickelt. Ein Step-by-Step-by-Step Actionplan entwickelt, um 2017 mein Jahr zu machen. Und 2017, sag ich dir ganz ehrlich, hat sich schon so krass viel verändert. 2017 habe ich Max kennengelernt, 2017 habe ich mich aus meinen Schulden rausgeholt, noch nicht mit meiner Coaching-Business. 2017 habe ich aber meine Coaching-Business angefangen, 2017 habe ich meine Beziehung zu meinem Körper geheilt, meine Eifersucht geheilt, ich habe Vipassana gemacht, das ist so ein 10-tägiges Retreat, naja, Retreat würde ich es nicht unbedingt nennen, also es ist nichts so Retreat-mäßig, es ist nicht irgendwie gemütlich oder so, aber ich habe 2017 schon krass viel transformiert, dann habe ich dieselbe Formel wieder 2018 angewendet, dort habe ich dann meine Selbstständigkeit wirklich gestartet, dann habe ich das wieder 2019, 2020 und inzwischen, ja, habe ich einfach mein gesamtes Leben so erschaffen, wie es auf meinem Vision Board ist.
Honestly. Und das habe ich gemacht. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt, was es mit der heutigen Podcast-Episode zu tun hat, nämlich ganz, 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 ganz viel. Es hat damit was zu tun, dass ich die High-Value-Version meiner selbst geworden bin. Und dass ich die Quantenphysik, okay, also weil das ist jetzt keine Wu-Wu hier, das ist Wissenschaft, was ich jetzt mit ihr teile, genutzt habe, um eine neue Zeitachse zu verkörpern. So. Was sagt die Quantenphysik? Und ich steige jetzt nicht so intensiv darauf ein. Dazu kommen in den Bootcamp. Aber was sagt die Quantenphysik? In der Quantenphysik wird gesagt, dass jede Möglichkeit in jedem Moment besteht. Das heißt, in dem Moment, wo du dir schon vorstellen kannst, es ist November 2022, du bist mit deinem Traummann zusammen, du bist finanziell frei, du hast dir eine erfolgreiche Business aufgebaut, du bist schuldenfrei, du bist erfüllt, du bist unabhängig, ja, du bist bewusst in dir, du hast Lebenskraft, du hast Liebe in dir, du bist sicher, du hast sicheres Auftreten, du vertraust. Wenn du dir das alles schon vorstellen kannst, und ich sage jetzt nicht bildlich zu 100% vorstellen, sondern einfach nur die Idee, einfach nur den Gedanken in deinem Kopf haben kannst, laut der Quantenphysik, dann existiert diese Version deiner selbst schon. Dann existiert sie schon. Und das hat mich damals so unterstützt in 2016. Weil ich dachte so, okay, krass. Wenn ich mir jetzt schon die Version meiner selbst quasi vorstellen kann, also der Gedanke schon da sein kann von, okay, Traummann, okay, schuldenfrei, okay, irgendwie Berufung, okay, dann gibt es die Version meiner selbst schon? Ja, die gibt es schon. Auf einer anderen Zeitachse. Wir nehmen nur die Dinge in dieser 3D-Dimension wahr, die du jetzt gerade wahrnimmst, weil du weißt, dass sie da sind. Du gibst den Dingen die Bedeutung und du kollabierst quasi Energie in Materie und deswegen siehst du, dass, vor mir ist jetzt gerade mein Laptop, dass mein Laptop ist. Ja? Es sagen Wissenschaftler sogar, wenn wir alle nicht mehr dran glauben würden, dass der Mond ist, dann würde der Mond nicht mehr da sein. Es ist auch ein kollektiver Glaube von, das ist ein Laptop, das ist ein Glas Wasser und deswegen ist das da. Und das ist für mich der größte Mind-Blowing-Moment gewesen, weil es hat auch so einen Sinn gemacht, weil alles ist ja Energie, du bist Energie, eigentlich sind wir alle nur schwebende, vibrierende Atome hier in diesem Universum oder besser gesagt Multiversum, weil unser Universum ist tatsächlich holographisch, welches bedeutet, dass jede Möglichkeit in jedem Moment besteht, jede Realität in jedem Moment besteht. Es gibt die Version meiner selbst zum Beispiel, die Nicole, die nie aufgehört hat, in der Filmindustrie zu arbeiten, die nie die Entscheidung getroffen hat, weil wie vor allen Dingen springen wir die Zeitachse, okay, indem wir eine Entscheidung treffen. Ich habe vor 5 Jahren die Entscheidung getroffen, ich bin scheißunglücklich in meinem Job, I need to leave my job, okay? Das war eine Entscheidung, das heißt, ich habe die Zeitachse verkörpert. Nicole arbeitet nicht mehr in der Filmindustrie, Nicole weiß gerade nicht, was sie will, aber Nicole geht los und findet heraus, was sie will. So. Es gibt aber auch die Version meiner selbst, die weiterhin im Film arbeitet, die vielleicht irgendjemand im Film kennengelernt hat, diese Person vielleicht sogar geheiratet hat oder ist jetzt komplett drogenabhängig und oder an Magersucht gestorben ist. Es gibt jede Version meiner selbst, die ich mir in diesem Moment vorstellen kann. Und das ist auch für dich wichtig. Guck mal dein Leben an, wo eine Entscheidung alles verändert hat, weil du dich dann auf einmal auf einer Zeitachse bewegt hast, auf der du dich vorher nicht bewegt hast. Und das kann so etwas sein wie, du musstest eine Entscheidung treffen, gehe ich in Bonn oder in Nürnberg studieren? Okay, du hast vielleicht dann beschlossen, du gehst in Nürnberg studieren. Okay, daraufhin, dass du diese Entscheidung getroffen hast, welche Version deiner selbst wurdest du? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Was hast du für Menschen kennengelernt? Was hast du aufgrund dessen für ein Leben gehabt oder hast für ein Leben? Und wenn aber die Version deiner selbst, die vielleicht Bonn gewählt hat als Studiengang, was hätte die vielleicht für ein Leben gelebt? Und das ist das Schöne an dieser Sache. Wir können in jedem Moment entscheiden, und das ist, was ich damals auf dem Boden in 2016 gemacht habe, eine neue Version unserer selbst zu verkörpern, unsere alte Zeitachse, auf der wir jetzt gerade uns bewegen,
die energetisch zu kollabieren. Also ich sehe das mir immer, stell mir dann immer vor, ich bin auf so einem Energiestrahl unterwegs und ich entscheide mich neu, ich springe auf einen neuen Energiestrahl und es kollabiert mein jetziger Energiestrahl und mein neuer entsteht. Warum? Weil dort mein Bewusstsein ist. Nur welches wir wahrnehmen, entsteht. Nur da, wo unser Fokus ist, entsteht etwas. Und ich hoffe, dass du jetzt nicht glaubst, oh mein Gott, das ist so kompliziert. Die Quantenphysik ist kompliziert. Ich will es dir überhaupt nicht jetzt dir sagen, das ist alles super, super easy, aber das, die gute Nachricht ist, du musst das auch nicht alles zu 100% verstehen. Das ist okay. Das Einzige, was du verstehen musst, ist, mit jeder Entscheidung wechselst du deine Timeline, deine Zeitachse und das kannst du in diesem Moment tun, indem du sagst, zum Beispiel, nächstes Jahr werde ich, oder jetzt schon in diesem Moment meinetwegen, möchte ich oder werde ich die High-Value-Version meiner selbst verkörpern, um eine andere Zeitachse zu leben, um eine andere Realität zu manifestieren. Weil in dem Moment, wo ich natürlich gesagt habe, ich gehe von Nicole unglücklich, krank, pleite und so weiter und so fort, Single, frustriert, ich jump die Time-Achse, also ich jump die Timeline und werde die Version meiner selbst, die in einer glücklichen Beziehung ist, die finanziell frei ist, die ihre Berufung lebt und so weiter und so fort, habe ich natürlich die Entscheidung getroffen, ein ganz neues Leben zu leben. Und das kann natürlich auch erstmal scary sein, ja? Weil unser Ego ist so, nein, lass uns doch bitte an dem festhalten, was wir kennen. Ist zwar nicht schön, aber lass uns festhalten, an was wir kennen. So, also ich werde natürlich im Bootcamp intensiv auf dieses Thema drauf eingehen, weil das ist auch etwas, das ich dir gerne bildlich zeigen will. Das ist im Podcast nicht so leicht, als wenn ich es dir tatsächlich bildlich zeige und das tue ich im Bootcamp. So, aber ich möchte, dass du natürlich heute schon ganz viel mitnimmst in dieser Podcast-Folge und das kannst du. Ich möchte, dass du dir einmal bewusst wirst, was eigentlich für dich deine High-Value-Version deiner selbst ist und vor allen Dingen, wie die Wunschrealität aussieht dieser Version deiner selbst. Sprich, wenn du dir eine glückliche Beziehung wünschst, sprich, wenn du dir finanzielle Freiheit wünschst, wenn du dir deine Berufung wünschst, dass du da nochmal zu 100% in die Identitätsarbeit gehst. Weil worum geht es vor allen Dingen, wenn wir hier unsere Timeline jumpen, unsere Zeitachse jumpen? Es geht natürlich darum, eine andere Version deiner selbst zu werden und diese andere Version deiner selbst ist eine andere Identität. Hier sind wir wieder bei der schönen Identitätsarbeit, aber die Identitätsarbeit ist nun mal alles. Deswegen werde ich die immer und immer und immer und immer erwähnen. Wir dürfen tatsächlich die Version unserer selbst, die wir jetzt sind, aufgeben. Und jetzt ja, gibt es Menschen, die sagen, ja, aber heißt das nicht, dass ich nicht gut bin, wie ich jetzt bin? Doch, du bist fantastisch, wie du jetzt bist. Du bist wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll. Nichtsdestotrotz hast du gewisse Dinge über dich geschlussfolgert. Du hast Erfahrungen gemacht und aufgrund dessen hast du beschlossen, das ist, wer ich bin. Das ist, wie das Leben ist. Das ist, wie andere Menschen sind. Das ist, was ich kann. Das ist, was ich nicht kann. Und die meisten von uns haben eine Identität angenommen aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Meinungen anderer Menschen und so weiter und so fort, die uns nicht dient. Deswegen, ja, im Kern bist du wertvoll, so wie jeder Mensch übrigens. Auf dieser ganzen Welt ist jeder Mensch wertvoll. So, aber es geht nicht darum. Es geht darum, dass du dir die Dinge manifestierst, die du dir wünschst und dafür darfst du dir eine andere Identität aneignen, die Identität, die dir dient. Und ich möchte dir jetzt ein paar Fragen mitgeben. Und das sind Fragen, die dich dabei supporten werden, dir klar zu werden, was für dich die High-Value-Version deiner selbst ist. Und vor allen Dingen, welche Version deiner selbst, also in meinem Fall, wie ich immer sage, die High-Value-Woman-Version deiner selbst, welche Version deiner selbst wird gebraucht, um dir das zu manifestieren, was du dir wünschst. So, ich gebe dir jetzt ein paar Fragen. Bitte hol dir Stift und Papier raus und beantworte diese Fragen. Die Qualität deines Lebens steht in direkter Proportion zu der Qualität der Fragen, die du dir stellst. Okay, erstmal, so, erste Frage. Wie die Version deiner selbst, die XY manifestiert hat, die zum Beispiel in einer erfüllten Beziehung ist, wie denkt diese Version deiner selbst? Wie denkt die über sich? Wie denkt die über andere? Wie spricht sie über andere? Wie spricht sie über sich selbst? Wie fühlt sich diese Version deiner selbst? Also all diese Fragen, die ich gerade teile, schreib sie bitte auf. Komm aber bitte auch im Bootcamp, weil da machen wir das sowas von intensiv und es ist so amazing, was daraus entsteht. Ja? Dann, wie spricht sie natürlich mit sich selbst? Wie kleidet sich diese Version deiner selbst? Das war auch für mich damals, als ich da 2016, ich weiß es noch, ich habe mich auch diese Fragen gestellt und ich war so, okay, was
Wie kleidet sich die Version meiner selbst? Und wie tritt die auf? Was hat die auch für eine Körperhaltung? So, trinkt die Tee, trinkt die Kaffee, trinkt die Cola, trinkt die Alkohol? Ja, das sind alles so Fragen, die dich dabei unterstützen, deine Identität zu verfeinern, die du brauchst, um dir das zu manifestieren, was du willst. Auch für mich damals, ich habe früher so viele so Gossip-Magazines und so ein Shit gelesen. Also so, keine Ahnung, ich erinnere nicht mal so People-Magazine oder so, fürchterlich, ja. Das habe ich da, ich weiß noch, aufgehört, weil ich war so die Version meiner selbst, die in einer glücklichen Beziehung ist, die liest sich nicht irgendeinen Schrott durch, der eh nicht stimmt, okay? Das tut die einfach nicht. Auch Serien, ja, was konsumierst du an Content, was konsumierst du an Serien, ja? Mit welchen Menschen umgibt sich diese Version deiner selbst? Das war auch etwas, also ich weiß noch, 2016, 2017, also vor allen Dingen Ende 2016, die habe ich ja diese Arbeit intensiv angefangen. Ich habe ja die Formel in den letzten 5 Jahren vor allen Dingen auch sehr intensiv verfeinert, aber 2017 habe ich viele Menschen in Anführungsstrichen verloren, ja, viele Menschen, weil die Version meiner selbst, die dieses glückliche, erfüllte Leben lebt, die hatte einfach mit vielen Menschen nicht mehr so engen Kontakt, weil so viele Menschen in meinem Umfeld mir damals nicht gut getan haben. Das war ein unglaublich ungesundes Umfeld, in was ich mich immer wieder hineinbegeben habe. Und das hat mir so geholfen, weil wir sind, ich glaube, man sagt, ne, die 5 Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Ja? Dann, was hat diese Version deiner selbst für Glaubenssätze? Was glaubt sie über Männer? Ja, das war auch für mich so, damals habe ich mich damit auseinandergesetzt. Was denke ich eigentlich über Männer? Warum, ne, warum manifestiere ich mir eigentlich immer wieder ja, irgendwie die Beziehung, dass ich sie gegen die Wand fahre? Was denke ich über Beziehungen? Was denke ich über Männer? Was denke ich über mich selbst? Was glaube ich, was möglich ist, was nicht möglich ist, ja, also und da auch immer wieder diese Frage, die High-Value-Woman-Version meiner selbst, was hat die ganz konkret für Glaubenssätze? In meinem Fall habe ich aufgeschrieben, die weiß ganz klar, sie ist wertvoll, sie macht ihren Wert nicht mehr von außen abhängig. Weißt du, wie krass mir das geholfen hat, das festzulegen? Dann, da habe ich einfach so einen Aha-Moment gehabt, was meine Karriere im Film angeht, weil ich nur im Film gearbeitet habe, um zu zeigen der Welt, hallo, ich bin was Besonderes, bitte seht mich, guck, ich arbeite im Film, ja, ich bin hier im Fernsehen und guck doch bitte, ich bin was Besonderes, also ich brauche Aufmerksamkeit, ich brauche Anerkennung und das war so, wow, krass, die Version meiner selbst, die High-Value-Woman-Version meiner selbst, die braucht keine Anerkennung im Außen, weil die weiß, wie sich das selbst zu geben, ja, und dann auch wirklich dir nochmal die Frage zu stellen, so, was hat die High-Value-Woman-Version meiner selbst für Gewohnheiten, ja, wie steht sie zu ihrem Körper, wie mutig ist sie, was glaubt sie, hat sie verdient, von wem nimmt sie Ratschläge an, auch das war für mich damals so, boah, ich habe nur Ratschläge angenommen von Menschen, die mich nicht inspirieren. Das ist natürlich sehr hilfreich. Von Menschen, wo ich eigentlich dachte, okay, wenn ich dein Leben anschaue, das will ich aber nicht leben. Und trotzdem dachte ich so, ja, aber oh, die kenne ich ja schon seit 10 Jahren oder 20 Jahren, jetzt muss ich ja den Ratschlag annehmen und die meint das ja wahrscheinlich gut. Nee, die High-Value-Version deiner selbst, die nimmt Ratschläge an von Menschen, die sie tatsächlich inspirieren. Nicht von Menschen, wo das Leben ja eher so nicht High-Value aussieht. Und deswegen, das ist auch nochmal eine Frage, die du dir stellst, darfst. Es ist wirklich, von wem nimmt sie Ratschlag an? Wer sind ihre Expanders? Ich sage ja immer Expanders, beim Manifestieren ist so, zu welchen Menschen guckt sie hoch? Also welche Menschen findet sie quasi interessant? Und dann möchte ich, dass du dich ja erstmal mit diesen ganzen Fragen auseinandersetzt und als nächstes lade ich dich wirklich herzlich dazu ein, dass du dich vor allen Dingen morgens oder abends oder mittags, wann auch immer du so ein kleines Ritual, eine kleine Routine hast, natürlich lade ich dich herzlich dazu ein, dir eine Morgen- oder Abendroutine anzueignen, weil ist schon so, dass das sehr kraftvoll ist, das weißt du vielleicht auch inzwischen schon. Und was ich damals gemacht habe, und das mache ich immer noch, ja, das mache ich jeden Tag, also jeden Tag schreibe ich quasi meine Version meiner selbst auf, die ich verkörpern darf, um mein nächstes Ziel zu erreichen. Ich kann dir jetzt von diesem Jahr, vom letzten Jahr ein Beispiel geben, weil das sehr ein großer Quantum-Jump war für mich. Weil, weißt du, du hast ja bestimmt schon mal von so einem Quantum-Sprung gehört, ja? Quantum-Leaping nennt man das im Englischen. Das ist, wenn man auf einmal so von einer Sache in die nächste springt. Also in meinem Fall war das, also 2016, 2017 habe ich mich rausgeholt aus Schulden. Damals habe ich so eine kleine Airbnb-Business angefangen. Ich hatte ja noch nicht meine, ich hatte ja die Schulden, ich habe ja mich hingesetzt, ich war so,
Shit, wie komme ich da raus? Ja, in 2017 will ich ja schuldenfrei sein, meinen Traummann kennenlernen, bla 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 bla. Und dann hat sich das so ergeben. Man kann das ja nicht alles wissen vorher. Also man sitzt ja da nicht und ist so, oh mein Gott, ich weiß genau, wie ich rauskomme aus den Schulden oder wie ich XY manifestiere. Aber es hat dann so angefangen, dass ich damals meine Mietwohnung in Berlin auf Airbnb gestellt habe und bei Max eingezogen bin. Und so habe ich mich aus meinen Schulden übrigens rausbekommen in 2017. Und dann habe ich 2018 habe ich meine Coaching-Business gegründet. Ich hatte sehr schnell Erfolg in meiner Coaching-Business. Schon im ersten Monat damals eine Ärztin, die mich gleich viermal die Woche oder sowas gebucht hat. Ich konnte im ersten Monat von meiner Coaching-Business leben. Das war super amazing manifestiert. Auch da einfach meine Formel angewendet, meine Tools angewendet. Und dann habe ich 2019 habe ich meine Business, wollte ich ortsunabhängig arbeiten, komplett frei. Und das habe ich auch manifestiert. Und 2020 war dann so die Sache, dass ich gesagt habe, okay, dieses Jahr will ich mein Unternehmen mindestens sechsstellig, mit einem mindestens sechsstelligen Jahresumsatz, also mehr als 100.000 Euro. Das ist ein großes Ziel gewesen, weil 2019 habe ich ja meine Business gerade mal ortsunabhängig gepackt und ich konnte so 2018 und 2019 von meiner Coaching-Business leben, aber gerade so, ja, gerade so. Also so wirklich so mit, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, 2.500 Euro oder zwei, ne, ein bisschen über 2.000 Euro. Und wollte ja auch reisen und habe das auch gemacht und mit Max und so. Also ich kam wirklich im Monat, ich hatte gerade so, ne, hatte ich Geld zur Verfügung. So, und natürlich habe ich mir dann auch das Ziel gesetzt, dass in 2020 ich meinen Jahresumsatz auf 100.000 oder mehr. Also mein Ziel war auch vor allen Dingen monatlich so 10.000 Euro oder mehr netto zu verdienen. So, das war mein ganz klares Ziel. Und in 2020 habe ich das geschafft. Also ich habe quasi von 2.000 Euro im Monat zu zum Teil 30, 40, ja, 1.000 Euro im Monat. Das ist ein Quantensprung. Das ist quasi, da bin ich von einer Zeitachse ganz schnell auf die andere gesprungen. Also das ist auch so eine Sache, weil manchmal springt man so halb und dann kriegt man es so halb hin, aber dann hält noch so irgendein Strang, ein Attachment, das machen wir im Tag 2 beim Manifestation Bootcamp, weil das ist auch nochmal so etwas, ich stelle mir dann immer so kleine Fäden vor, die mich dann so festhalten und in dieser Sache habe ich aber komplett diese Fäden gecuttet und habe diesen Quantensprung gemacht. Genau. So, jetzt komme ich mal wieder zum Punkt. Man merkt, diese Podcast-Folge ist gerade nicht so strukturiert, aber ich hoffe, du kannst mir trotzdem folgen. Ich habe mir jeden Morgen, und das tue ich heute immer noch, wenn ich jetzt meine eigenen Ziele habe, ich rede jetzt mal von 2020, habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich heute tun, um die High-Value-Version meiner selbst zu verkörpern, die ein sechsstelliges Unternehmen führt, die Welt bereist und sich für verschiedene Projekte einsetzt. So. Das ist die Version, diese High-Value-Woman-Version meiner selbst, die ein sechsstelliges Unternehmen tut. Was kann ich heute tun? Das morgens in ein Journal zu schreiben. Dann kommen Dinge wie zum Beispiel Sport treiben. So banale Dinge. Heute vielleicht mal wieder die Familie anrufen. Die Version meiner selbst, die ein sechsstelliges Unternehmen führt, was trifft die für Entscheidungen? Ja, wenn dann irgendeine Entscheidung irgendwie auf dem Tisch lag, die ich treffen musste, okay, die sechsstellige Version meiner selbst, was für eine Entscheidung trifft die? Hier. Mit wem umgibt sie sich? Welchen Ratschlag nimmt sie an? Wem fragt sie jetzt vielleicht für Rat? Das ist kraftvolle Arbeit, ja. Und das Jahr davor oder 2016 habe ich mir sowas gefragt wie, was kann ich heute tun, um die Version meiner selbst zu verkörpern, die in einer glücklichen, erfüllten Beziehung lebt, finanziell frei ist und sich leicht und wohl in ihrem Körper fühlt? Das ist eine Frage, die ist kraftvoll. Die Version meiner selbst. Geht die jetzt dieses ganze Wochenende feiern? Nein, die geht nicht auf dieses Festival. Habe ich angefangen, Sachen abzusagen. Geht die jetzt auf diesen Geburtstag, obwohl da eigentlich eher Energievampire unterwegs sind? Nein, tut sie nicht. Ja, geht sie heute für einen längeren Spaziergang? Ja, tut sie. Ernährt sie sich gesund und hört auf ihren Körper und meditiert und macht so etwas wie Vipassana? Ja, das tut sie. Und so habe ich Schritt für Schritt mein Leben komplett
verändert. Und ich habe daraus eine Formel entwickelt, ich habe daraus einen Actionplan entwickelt und das ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich das teile. Das ist das allererste Mal, dass ich das wirklich mit dir teile, weil ich so ready bin dafür und das ist auch etwas sehr, sehr, sehr Persönliches und ich freue mich unglaublich darauf, weil das ist die kraftvollste Arbeit ever, meiner Meinung nach. Also ich bin der Meinung, dass wir, egal in welchem Alter du bist, egal wo du gerade stehst in deinem Leben, du kannst dein Leben verändern, aber es ist in deiner Verantwortung. Und als ich da auf dem Boden lag in 2016, wurde mir das bewusst. Nicole, this is on you. Niemand wird dich retten kommen. Niemand läuft hier in die Tür, haut dich über die Schulter und sagt, komm, wir reiten in den Regenbogen und ich rette dich. Not going to happen. Entweder du triffst jetzt die Entscheidung, dass du dein Leben veränderst, oder du triffst die Entscheidung, dass es so weitergeht und ganz ehrlich, dann kannst du es auch gleich lassen. Und es war, ich stande wirklich vor diesem Zweig. Ich war so, wow, okay, it's either that or that. Entweder lebe ich mein Leben jetzt in Misery und in Trauer und in Ärger und in Wut und in Frust oder ich entscheide mich loszugehen für mein Leben und es anders zu machen als sonst. Und ich eine andere Version meiner selbst zu werden und in der Quantenphysik wirklich eine andere Zeitachse zu verkörpern. Und das bringe ich dir alles bei. Genau, also ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode schon gedient hat. Ich hoffe sehr, dass du für dich heute schon was mitnehmen konntest, dass du dich hinsetzt, dass du dir diese Fragen beantwortest, dass du losgehst im neuen Jahr und nicht nur mit diesen süßen Neujahrsvorsätzen, die dann im Februar aus und vorbei sind, sondern dass du zu 100% anfängst, dich zu committen. Für dich, für dein Leben. Und wenn du jetzt sagst, Nicole, ich weiß noch gar nicht, was ich manifestieren will, kein Problem, komm in den Bootcamp, weil auch da werde ich drauf eingehen. Ja? Weil ich finde, auch das ist ein Geschenk. Manche Menschen sagen immer, oh Gott, ich weiß nicht, was ich will. Ich sage doch so, mega, dann hast du ja jede Möglichkeit der Welt, weil ja, jede Möglichkeit existiert in diesem Universum. Ich freue mich auf dich, melde dich an. Schreibe mir unbedingt, ob dir diese Podcast-Episode gedient hat. Teile sie unglaublich gerne mit Freunden. Meine Absicht ist es wirklich, so viele Menschen wie möglich in diesen Podcast zu holen. Meine Absicht ist es wirklich, so viele Menschen wie möglich mit der Kunst des Manifestierens Vertrauen zu machen. Meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich dazu zu empowern, wieder an sich und ihre schöpferische Kraft zu glauben. Von daher, mit jedem Mal, wo du diesen Podcast teilst, mit jedem Mal, wo du eine Rezension lässt, mit jedem Mal, wo du in irgendeiner Form diesen Podcast in die Welt bringst, hilfst du mir. Und dafür bin ich dir unglaublich dankbar. Aber du hilfst nicht nur mir, sondern du hilfst vor allem den Menschen, mit denen du den Podcast teilst. Ich bekomme so viele Nachrichten, wo Menschen mir gesagt haben, allein durch den Podcast haben sich schon so viel verändert. Und das, boah, da geht mein Herz auf. Also ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir von Herzen, dass du hier jetzt mit mir die letzte halbe Stunde verbracht hast. Ich schicke dir ganz viel Liebe in deinen Tag, in deine Nacht. Wir sehen uns im Dezember. Wir sehen uns auch nächste Woche hier im Podcast. Much love. The best is yet to come. Deine Nicole.